Wann hatten Sie es zuletzt mit einem Idioten zu tun? Mit einem schwachen Charakter also, der sich Ihnen gegenüber unsozial verhalten hat? Vielleicht hat er Sie in einer Runde bloßgestellt oder er hat Ihnen unberechtigte Vorwürfe gemacht oder er hat Ihnen zu verstehen gegeben, dass Sie im Vergleich zu ihm nur ein ganz kleines Würstchen sind. Wie gehen Sie mit solchen Zumutungen, ja, wie gehen Sie mit solchen Idioten richtig um? Ich habe 5 Tipps für Sie auf Lager, die alles verändern können. Mein Name ist Martin Wehle, Karriereberater und Buchautor. Was verändert sich eigentlich an Ihnen, wenn ein Idiot Sie mit Schimpfwörtern belegt? Wenn er Sie zum Beispiel als dumm bezeichnet, nimmt Ihre Intelligenz ab, werden Sie dadurch dümmer? Nein, Sie bleiben genauso intelligent, wie Sie es waren. Das bedeutet, der Idiot kann Ihnen zwar Schimpfwörter an den Kopf werfen oder Ihnen ein fragwürdiges Verhalten zumuten, aber es liegt allein an Ihnen, ob Sie sich darauf einlassen oder nicht. Stellen Sie sich solche Botschaften von ihm wie stinkende Kleidungsstücke vor, die der Idiot Ihnen hinlegt. Wenn Sie reinschlüpfen, wenn Sie sich's anziehen, dann wird es hart für Sie. Aber warum sollten Sie reinschlüpfen? Das wäre doch töricht. Lassen Sie es einfach liegen. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Beziehen Sie das, was der Idiot tut, nicht auf sich, sondern auf ihn. Ein Idiot hinterlässt mit seinem Verhalten seine eigene Visitenkarte. Er zeigt, dass er aus der untersten Schublade seine Dinge holt. Er zeigt, dass er keine Umgangsformen hat. Er zeigt, dass sein winziges Ego am Kleinmachen anderer hochgezogen werden soll. Das ist doch ein peinliches Statement, oder was sagen Sie dazu? Wenn Sie die Sache einmal so betrachten, dann hat der Idiot keine Macht mehr, Sie zu verletzen. Im Gegenteil. Vielleicht werden Sie über sein ungeschicktes Agieren sogar im Stillen lächeln können, wer es nötig hat. Aber eine große Gefahr im Umgang mit Idioten droht dennoch. Schließlich haben wir es von Kindheit an gelernt, dass wir uns bei Angriffen klein machen. Wenn die Eltern geschimpft haben, dann durften wir nicht einfach zurückschimpfen. Wenn der Lehrer uns kritisiert hat, durften wir nicht mit eigener Kritik antworten. Und so baut der Idiot darauf, dass er uns attackieren kann und wir uns einfach wegducken und stillverhalten. Aber was passiert, wenn Sie sich bei Angriffen nicht wehren? Der Idiot fühlt sich in seinem Angriff bestärkt und er legt neue Unverschämtheiten nach. Darum lautet mein 2. Tipp für Sie: Zeig Größe, statt dich klein zu machen. Lassen Sie sich nicht ins Boxhorn jagen. Halten Sie Ihre Argumente, Ihre guten Argumente dagegen, damit der Standpunkt des Idioten nicht unwidersprochen im Raum steht. Das gilt auch dann, wenn der andere Ihnen gegenüber unfair wird. Werden Sie umso selbstsicherer, je mehr der Idiot die Absicht verfolgt, Sie zu verunsichern. Aber wie kann Ihnen das gelingen? Wie können Sie es schaffen, in einer so schwierigen Situation cool zu bleiben und selbstsicher zu werden? Das gelingt Ihnen am leichtesten, wenn Sie Sätze denken wie: Ist doch klar, dass der Idiot sich mal wieder idiotisch verhält, sonst wäre er ja gar kein Idiot. Das hat nichts mit mir zu tun, sondern das hat nur mit ihm zu tun. Der bietet mir ja regelrecht eine Show. Guck dir das mal an. Mal schauen, was als nächstes passiert. Sie schauen das Ganze an wie ein Theaterstück, Sie gewinnen eine innere Distanz. Und mit einem solchen Mindset, da sind Sie auf der sicheren Seite, denn der Idiot, der wird eines merken. Dem wird klar werden, dass er bei Ihnen mit seinem Verhalten nicht mehr landen kann. Dem wird klar werden, dass er Sie nicht berühren kann. Denn er tut das alles ja nur, um sich selber überlegen zu fühlen, um einen Gewinn zu ziehen. Und durch dieses Verhalten, durch diese Reaktion, die Sie zeigen, da läuft er total ins Leere. Aber was tun Sie nun, wenn Ihnen der Idiot am Arbeitsplatz begegnet und wenn er Ihnen dort massive sachliche Schwierigkeiten macht? Wenn er zum Beispiel ein wichtiges Projekt blockiert und Sie sind für dieses Projekt verantwortlich. In so einem Fall kommt mein 3. Tipp zum Einsatz, und zwar: Fordern Sie ein konstruktives Verhalten vom Idioten ein. Wenn der Idiot Ihnen erklärt, warum etwas keinesfalls geht, warum der Termin nicht zu halten ist, die Arbeit nicht zu erledigen ist, dann sollten Sie darüber gar nicht lange diskutieren, denn das bringt nichts. Einen solchen Streit, den will er vom Zaun brechen, um Sie aufzuregen,
sondern Sie können einfach eine Gegenfrage stellen, und zwar eine konstruktive. Was schlägst du stattdessen vor? Wenn der Idiot sagt, er könne etwas unmöglich umsetzen, wenn er von den Hindernissen spricht, von den Problemen, dann fragen Sie ihn einfach ganz ruhig und gelassen, welche Möglichkeiten siehst du stattdessen? Lassen Sie sich nicht mit einem Nein und einer Verweigerungshaltung abspeisen. Das will er nämlich, Sie in die Ecke drängen durch seine Destruktivität. Nein, lassen Sie sich darauf nicht ein, sondern fordern Sie ihn immer wieder auf, sich konstruktiv einzubringen. Und es gibt da ein Wort, das Ihnen sehr weiterhilft, ich habe es gerade verwendet. Dieses Wort heißt stattdessen. Stattdessen ist das Leitwort für solche Fragen. Wenn Sie also das lange und hartnäckig genug tun, wenn Sie nachhaken und immer wieder, wenn er destruktiv ist, fragen, was schlägst du stattdessen vor, dann gerät er natürlich unter Druck. Dann kann er am Ende gar nicht anders, als doch noch ein konstruktives Verhalten anzubieten. Denn sonst würde er nicht nur Sie, sondern auch den Chef und die Kollegen gegen sich aufbringen. Und das kann sich ein Idiot, der in einem Sozialgefüge verankert ist, kaum leisten. Und jetzt kommt der vierte Punkt, und den sollten Sie unbedingt im Umgang mit Idioten beachten. Und dieser Punkt lautet: Setzen Sie bitte deutliche Grenzen. Ein Idiot, der testet aus, was kann er mit Ihnen machen und wo ist es zu viel. Und wenn er Sie bei einer Verabredung, bei der ersten 5 Minuten warten lässt und Sie akzeptieren das, was glauben Sie, tut er dann beim nächsten Mal? Dann kommt er beim nächsten Mal 10 Minuten zu spät. Und wenn Sie das durchgehen lassen, was tut er dann? Dann kommt er beim übernächsten Mal 20 Minuten zu spät. Und wenn Sie das tolerieren, werden es 30 Minuten und irgendwann kommt er gar nicht mehr. Darum gilt in diesem Fall und in allen anderen Fällen, sagen Sie rechtzeitig, sagen Sie frühzeitig, welche Spielregeln im Umgang mit Ihnen gelten. Zum Beispiel könnten Sie bei der ersten Verspätung ihm schon eine ganz direkte Rückmeldung geben und sagen, ich habe jetzt 10 Minuten gewartet, das hat mich aus meinem zeitlichen Konzept gebracht. Ich erwarte von dir, dass du beim nächsten Mal auf die Minute pünktlich bist, sonst gehe ich nach Hause. So viel Klarheit, das kennen Idioten nicht. Normalerweise werden nur diplomatische Floskeln gedroschen. Hier sagen Sie ganz klar, was Sache ist. Und das hilft enorm weiter, um klare Spielregeln zu finden. Und wenn er wiederum unpünktlich ist, trotz der Ermahnung, dann müssen Sie sich an Ihr Wort halten. Dann gehen Sie tatsächlich nach Hause. Genauso können Sie es machen, wenn er Sie anbrüllt. Sagen Sie ihm, dass Sie das nicht dulden und dass Sie das Gespräch verlassen werden. Und wenn er es wieder tut, was passieren kann, dann gehen Sie einfach. Und dann versteht er natürlich, dass Sie ein konsequenter Mensch sind. Denn diese Sprache, die versteht der Idiot, und er wird sein Verhalten zumindest Ihnen gegenüber etwas korrigieren. Denn der Zweck, den er damit verfolgt hat, Sie einzuschüchtern, selbst sich überlegen fühlen zu dürfen, dieser Zweck, der wird nicht mehr erfüllt. Und jetzt folgt noch ein fünfter Punkt. Und dieser Punkt, der steht deshalb am Ende, weil er von größter Bedeutung ist und auch im übertragenen Sinne oft der Schlusspunkt ist. Den sollten Sie immer im Kopf haben, wenn Sie mit schwierigen Menschen, mit Idioten zu tun haben. Und dieser fünfte Punkt, der lautet: Brich den Kontakt mit dem Idioten ab oder vermindere ihn. Sie haben selbst die Entscheidung, mit wem Sie Kontakt pflegen und mit wem nicht. Und es gibt Menschen, wenn Sie die sehen, da geht Ihnen das Herz auf, da bekommen Sie ein Lächeln auf die Lippen, da geht es Ihnen richtig gut. Den Kontakt mit solchen Menschen, den sollten Sie suchen, den sollten Sie ausbauen. Aber es gibt auch Menschen, die ziehen Ihre Laune runter. Es gibt auch Menschen, die tun Ihnen schlecht. Es gibt auch Menschen, die verderben Ihren Tag. Und ich frage Sie, warum wollen Sie mit solchen Menschen den Kontakt fortsetzen? Wenn das private Kontakte sind, empfehle ich Ihnen, brechen Sie diesen Kontakt ab, weil er Ihnen so schlecht tut. Und wenn es geschäftliche Kontakte sind, die Sie nicht einfach abbrechen können, dann fahren Sie diesen Kontakt auf ein Minimum runter, wechseln Sie kein Wort mehr als nötig und halten Sie Ihre Gesundheit, Ihre psychische Gesundheit in Ehren, indem Sie sich Menschen zuführen, die Ihnen gut tun, und Menschen meiden, die Sie für Idioten halten. Jetzt empfehle ich Ihnen gerne noch ein Video, das habe ich gerade gemacht, und es handelt davon, mit welchen 5 Sätzen Sie sich von einem Menschen
auch von einem Idioten trennen können. Ich verlinke dieses Video oben in der Infobox und unter diesem Video. Und nutzen Sie gerne auch mein Personal Power Paket. Das ist ein dreiteiliger Videokurs, der Sie über 30 Tage begleitet und Ihren Charakter schult, Ihnen rhetorisches Talent vermittelt und dafür sorgt, dass Sie selbstbewusster auftreten, auch gegenüber Idioten. Ich schenke Ihnen von den drei Kursen einen komplett und einen zur Hälfte. Und ich freue mich sehr, wenn Sie meinen Kanal hier abonnieren. Am besten mit Glocke, dann kriegen Sie jedes Mal Nachricht, wenn ein neues Video erscheint. Ich freue mich, Sie hier wieder zu sehen. Ihr Martin Behrle.